Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Mittwoch, den 24.03., 24. März 2021. Und ja, ich habe doch jetzt mal eben kurz gehalten hier, um die Kamera wieder einzurichten. Jetzt wieder ein bisschen zurück und jetzt aber ab die Post. Ja. Ja, ich weiß, die Kennzeichenbeleuchtung ist immer noch nicht in Ordnung. Aber ich hoffe, gleich in Gaggenau die nötige Zeit zu haben, um das in Ordnung zu bringen. Gestern hatte ich sie leider nicht. Wir haben jetzt noch 39 Minuten. Wir machen heute mal eine Anfahrt im Morgengrauen. Und ja, was natürlich, ich weiß gar nicht, nächste oder übernächste Woche noch viel besser geht, weil wir dann ja die Zeitumstellung haben. So, jetzt wollen wir uns mal wacker wieder einsortieren. Ja. So, ihr wisst ja, erstmal ein bisschen in die Spur kommen und schauen, ja, ihr seid am Ball. Ja, Anfahrt im Morgengrauen, mal kleine Abwechslung. Ich habe vor, euch da bis Gaggenau jetzt mitzunehmen. Und da müssen wir mal sehen, was wir nachher noch machen. Also, ich sag mal so, wir haben ja diese Woche nur 3 Tage und ich musste ja schon Kommentare lesen, ein bisschen Enttäuschung darüber, dass es diese Woche nur 2 Videos gibt, aber ich habe vor, heute ja 2 Videos zu machen, sodass am Ende dann doch 3 LKW-Videos diese Woche hochgeladen werden. Dazu kommt, dass wir heute noch was Besonderes vorhaben. Und zwar ist es so, auf dem Rückweg, da werden wir in Homberg abfahren, nicht weit, 1-2 Kilometer von der Abfahrt entfernt, ist ein Autohändler und dort steht ein Wohnmobil, ein altes Iveco-Wohnmobil von 1995. Also ich habe nicht vor, mir jetzt im Moment ein Wohnmobil zuzulegen. Grundsätzlich finde ich natürlich Wohnmobile schon geil. Die Freunde aus Norddeutschland, also um genau zu sein aus Meldorf, die interessieren sich dafür, haben dieses Teil im Internet gefunden und haben mich am Wochenende angerufen und gefragt, ob ich da nicht mal vorbeifahren könnte, um das Teil mal in Augenschein zu nehmen, bevor sie sich auf den Weg machen und über 500 Kilometer runtergefahren kommen. Und ich habe mir überlegt, ja, ich nehme euch mit dahin. Dort machen wir dann einen Break, also eine Unterbrechung vom Video auf der Rückfahrt. Ich mache dann ein separates Video über das Wohnmobil. Das werde ich auch einstellen. Kann sich ansehen, wer will. Ich stelle es in erster Linie für meine Freunde ein. Dann können die eben ganz bequem sich auf YouTube da meine Erkundung ansehen. Und ja, dann machen wir noch mal Video rückfahrttechnisch. Von da aus bis auf den Hof. Außerdem ist es so, dass wenn ich jetzt so ein derartig langes Wochenende habe, natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir mal wieder ein bisschen Privatvideo machen. Vor allen Dingen, wir haben auch zu Hause einiges vor.
Die 2 Tage Urlaub sollen nicht ungenutzt verstreichen, nachdem wir jetzt den ganzen Winter über ordentlich gefeuert haben. Müssen wir uns mal wieder ein bisschen ums Holz kümmern. Sprich, außengelagertes Holz kleinschneiden und indoor einlagern. Dazu kommt, dass ich noch ein bisschen Termine habe. Endlich morgen der Termin beim Orthopäden wegen meiner Schulter. Und was soll ich euch sagen, jetzt wo der Termin da morgen ansteht. Ja, also sie ist nicht wieder wie neu. Nein, Quatsch. Aber da sind die Beschwerden weitgehend weg. Aber ich werde trotzdem mal da aufschlagen. Also mal ein bisschen gucken. Vielleicht mal einen Blick reinwerfen in die Schulter. Schauen wir mal. Ja, die Lichtverhältnisse, finde ich, die sind ja jetzt schon um diese Zeit ganz okay, dass ihr auch ein bisschen was seht. Und wir liegen eigentlich ganz gut in der Zeit. Gut, 6.34 Uhr Ankunft, es war 6.29 Uhr, aber durch den kleinen Stopp jetzt ist ein bisschen später geworden. Aber wir sind früh dran, was auch gut ist, denn ich rechne so eine Stunde bei dem Wohnmobil, habe in der Firma gefragt, ob das also okay ist, wenn ich da abfahre. Wie gesagt, es ist nicht weit, also ich gurk jetzt nicht, wer weiß, wie weit privat mit dem LKW durch die Gegend. Es ist ja da dieser große Autohof, Mücke heißt der, glaube ich auch. Und direkt daneben ist dieser Händler, also der Chef, der weiß, wo das ist. Und ich habe extra auch gefragt, denn besser ist das, denn wenn man, sagen wir, gut, ich könnte da natürlich abfahren, um zu sagen, hör mal, ich wollte mir einen Kaffee holen oder Zigaretten holen oder so, alles legitim. Aber da ich ja eine Stunde später reinkommen möchte, war mir das schon wichtig, einmal zu hören, das Auto wird jetzt nicht zwingend gebraucht, direkt wenn ich reinkomme. Also ich kann eine Stunde später kommen und damit es eben keinen Ärger gibt für die Privatfahrt. Ich meine, ich war mir auch relativ sicher, dass mein Chef ja sagen würde und er hat es auch getan. Aber es sind ja, wie gesagt, eben nur 2 Kilometer. Und da wollen wir mal schauen. Ich bin selber ein bisschen gespannt auf das Teil. Ich glaube, es ist das erste Wohnmobil, was ich in dem Sinne besichtige. Natürlich habe ich schon Wohnmobile von innen gesehen. Andere Freunde von mir aus Neuss, die haben auch ein Teil, ein relativ neues. Naja, lassen wir uns mal überraschen, was das nachher gibt. Ein bisschen zu erzählen habe ich von den, kann man so sagen, letzten 2 Tagen. Montag, da habe ich nachmittags doch noch ein bisschen, in Anführungsstrichen, Stress gehabt, zumindest nervlicher Art. Die Tour am Montag ist ja super gelaufen, so, ihr wart ja auch wieder mit dabei. Und wir sind dann, nachdem ich dann die Sache mit dem Video schon mal angeleiert habe, eben zurechtschneiden, abspeichern und so weiter, sind wir dann los mit den Hunden auf unseren allseits beliebten Hundegang, schön im Wald. Und das war auch erst gut. Wir sind ausgestiegen, waren gut drauf. Meine Frau meinte noch, es ist hier immer wieder toll, so in den Wald zu gehen. Eine echte Erholung und so, also Balsam für die Seele. Und wir gehen so ein Stückchen weiter, sind noch gar nicht so im Wald drin, so am Anfang noch. Und wir hatten auf der anderen Seite von dem Tal, da ist ja so ein Tal, hatten wir die Jägerin gesehen. Ich kenne die ja auch und da haben wir noch bemerkt, ob die, glaube ich, einen neuen Hund hat und so. Und ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall fing plötzlich der Benny, also unser Rüde, der Größte, anzuschlagen.
Und ehe wir uns versahen, stimmten die anderen mit ein. Das ist immer mal wieder so eine Reaktion. Na, wenn einer da bellt, dann hauen die anderen rein. Die wissen gar nicht. Die wissen gar nicht, was Sache ist. Aber Hauptsache erstmal bellen, erstmal Alarm machen. Und ich habe dann, das ist mir, 10 Meter ist mir ein bisschen wenig, Kollege. Ich habe dann gesagt, die sollen ruhig sein, sich wieder beruhigen und so. Und ja, unsere Dolly, die Schwarze, der Älteste, der 14 Jahre alte Hund. Wir wissen es nicht warum. Auf einmal lief die los. Das war erst auch noch okay, so die ersten Meter. Aber irgendwie spürten wir auf einmal, Mensch, die rennt richtig weit voraus. Gut, das macht sie schon mal, das ist jetzt nicht so dramatisch. In der Regel hält sie dann auch an, dreht sich um, guckt, wo wir bleiben oder ob wir kommen. Aber hier, das war, als wenn ein Schalter im Kopf umgelegt wäre. Sie rannte plötzlich los und dann nicht den Weg, den wir jetzt nehmen wollten, sondern da geht so nach rechts ab, so ein Weg. Also wir gehen ja dann an der Stelle in den Wald. Es gibt aber auch noch so einen Weg am Waldrand entlang, der aber in eine Richtung führt, wo wir nicht hinwollen. So, und den rannte sie jetzt runter. Aber wie von der Tarantel gestochen. Ich gerufen, obwohl rufen relativ zwecklos ist, denn sie, also ich sag mal so, sie sieht schlecht und hört noch schlechter. Aber im Sinne von akustischem Hören. Dann habe ich gepfiffen, gebrüllt, keine Reaktion. Ja, wir sehen, der Hund rennt und dann plötzlich bin ich da links ab in den Wald. Ich sage zu meiner Frau, ja, wir müssen jetzt da hinterher gehen, wir müssen gucken und können nur hoffen, die kommt zurück oder was weiß ich, ey. Boah, und wir natürlich voll an die Sache aus dem Urlaub letztes Jahr erinnert, wo ja unsere Dolly, der eine oder andere von euch, der schon länger dabei ist, weiß es ja, als wir letztes Jahr in unserem einwöchigen Sommerurlaub waren, oben in Norddeutschland, bei besagten Freunden, für die ich mir jetzt das Wohnmobil anschaue, da ist ja der Hund am Abend weggekommen und dank Facebook haben wir ihn dann am nächsten Tag ja dann quasi zurückbekommen. Also der hat mal eine Nacht bei so einem Pizzeria-Besitzer auf der Couch übernachtet. Naja, aber jetzt war der weg im Wald. Also keine Chance, dass er da aufgegriffen wird oder gefunden wird von irgendwelchen Leuten. Und nichts dran, kein Halsband, keine Leine, gar nichts. Der nackte Hund. Dann sind wir also hinterher und da, wo sie nach links in den Wald abgebogen ist, ja, sind wir dann auch rein. Aber da war total dichtes Unterholz mit Dornengestrüpp und allem Pipapo. Und wir haben uns dann da durchgeschlagen und haben dann überlegt, was machen wir jetzt, wie sollen wir das jetzt handeln und so. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, es macht alles keinen Sinn, jetzt hier zu Fuß zu stolpern. Ich habe gesagt, komm, lass uns die Runde durchgehen und dann zum Wagen zurückkehren und dann dann darauf bauen und hoffen, dass sie eventuell wieder am Auto ist. Also es gibt so zwei Effekte, wenn ein Hund mal so in Anführungsstrichen weg ist, dass er entweder zum Auto zurückgeht oder sogar nach Hause. Also den Hunden sind die Wege zum größten Teil bekannt. Das ist ja bekanntes Terrain. Und der Große, der ja 19 verstorben ist, da ist es so in seinen 16 Jahren 3-4 Mal passiert, dass der mal verpeilt hat, wo wir lang gegangen sind, weil er da irgendwas intensiv geschnuppert hat. Und in Panik ist er dann immer zurückgerannt, hat uns da nicht angetroffen und dann ist er echt immer nach Hause. Also das war dann so, wenn man nach Hause kam, dann saß der Hund schon vor der Tür. Oder ich habe es so gemacht, ich habe zu Hause angerufen, habe gesagt, Hasi, schau mal bitte vor die Haustür, könnte sein, dass der Barry da sitzt. Und dann saß er da. Nun muss ich aber sagen, unser Barry, der war von den Augen und Ohren und vom Kopf her, also
selbst mit seinen über 15 noch fitter als jetzt unsere Dolly hier mit den 14. Also das ist eben wie bei Menschen sehr unterschiedlich. Wir haben auch schon in der Vergangenheit einen Hund gehabt, der körperlich noch ziemlich fit war, aber eben auch geistig total durch den Wind halt, ne? So demenzmäßig, also der. Und naja, wir sind dann die Runde gelaufen. Mit der Entspannung hatte es sich natürlich erledigt. Im Gegenteil, wir haben dann immer hin und her diskutiert, was machen wir, wie handeln wir das und ach. Und wir haben so richtig schönen Kopfstress gehabt und schlechtes Gewissen und so weiter. Und als wir dann schon eine ganze Weile gelaufen sind, ich sag mal kurz vor dem Knickpunkt, wo wir also die Hälfte des Ganges weg haben, sah ich was Schwarzes und ich habe ja immer so ein kleines Fernrohr dabei, so ein Mini-Ding, und dann habe ich da durchgeguckt und naja, es war eine Täuschung, es war ein großer schwarzer Rabe und halt nicht unsere Dolly. Also wir immer weiter und ja, als wir dann endlich auf der langen Geraden sind, wo es dann aufs Auto zugeht, habe ich wieder mal so durch mein Fernrohr geguckt und dann sah ich sie. Boah, und ich sage euch, die totale Erleichterung, ja, ich sah, wie der Hund da am Wagen war, um den Wagen rumlief und sich da auch in dem Bereich aufhielt. Wir sind dann weiter Richtung Auto und ich habe dann gerufen und gepfiffen und irgendwie hat die das gar nicht so richtig realisiert. Also im Nachhinein besehen haben wir das Gefühl gehabt, die hat uns im ersten Moment überhaupt nicht richtig erkannt. Sie hatte nur den Wagen gecheckt. Aber das war ja auch schon ausreichend gut genug. Hund wieder eingeladen und war am Ende die ganze Sache, hat dann doch noch wieder ein glückliches Ende gefunden und wir waren erleichtert, weil das wäre wieder ein absoluter Nervenkrieg geworden. Und ich habe ja damals schon von der Sache erzählt aus dem Urlaub und ich habe ja damals auch schon gesagt, also es ist besser, auf gut Deutsch gesagt, der Hund ist mit Gewissheit verstorben, aus irgendwelchen Gründen oder verunglückt, also der Hund ist tot, als dass ein Hund weg ist und man weiß nicht, was mit dem los ist, wie es ihm geht, was ihm passiert. Das ist also auf gut Deutsch gesagt quälender als die Gewissheit, dass es ihn nicht mehr gibt. Aber wie gesagt, die Sache ist glücklich geendet und wir haben jetzt uns gesagt, so etwas kann bei ihr möglicherweise immer wieder passieren und wir wollen jetzt auf Nummer sicher gehen. Also gestern auf dem Gang, da hat sie wieder die Schleppleine dran gehabt. Durch die Schleppleine läuft sie einmal nicht so weit vor. Und was ist das denn hier? Er überholt mich und jetzt kriecht er da rum irgendwie. Also das, soweit ist mir schleierhaft. Ach so, was ist mir doch schleierhaft. Ja, guckt euch das an. Ey, was ein, entschuldigt, dass ich das sage, aber was ist das für eine Type hier, ey? Überholt mich und dann fährt er langsamer vor mir her. Ist doch, entschuldigt, ey, aber da habe ich doch überhaupt kein Verständnis für. Was soll denn so ein Blödsinn hier? Ja, zwar, ach du Scheibe, ey, da war ein Vogel da hinterm Steuer. Hat 86 eingestellt, aber irgendwie waren das komische 86. Jetzt geht er wieder raus, ey. Er hat doch ein, ey, sorry, dass ich das sage, aber für mich hat der einen an der Kappe.
Also sowas, das sind für mich Fahrstile, die gehen gar nicht. Ich meine, ich möchte meine 85 fahren, wenn jetzt vor mir einer irgendwas fährt, 81, 82, 83, 84, dann gucke ich mir erst einen Moment an und dann überhole ich den, knack ich mit 90, setze mich davor und fahre wieder 85. Ey, wenn der Vogel sich jetzt wieder vor mich setzt und dann wieder weniger als 85 fährt, ey, dann werde ich aber ein bisschen knatschig. Da frage ich mich, was das soll. Ja, das war so mein Montag. Wie gesagt, ein kleines bisschen Aufregung, was ja normal nicht so der Fall ist. Ich fahre erstmal weit voraus. So. Ja, so ist gut. Ah, jetzt macht er aber auf Linksfahrer. Aber der Kollege da vorne, der fährt doch nur 69, 70. Da werden wir jetzt auch mal ein bisschen aufdrehen. Weil bis der auf 85 ist, ist es morgen. Naja, besonders schnell ist er mit seinem Renault Zurus hier nicht. Naja, 87, 88. Ja, gestern, sage ich euch, da war ich auch früh dran. Richtig früh und hatte das auch mir so ausgedacht, wegen hier Birnenwechsel. Und dann ist der Hammer passiert. Mein Navi sagte mir auf einmal, da wäre auf der Bundesstraße 462, wo wir gleich drauf fahren hier, Gaggenau-mäßig, da wäre irgendwie ein Problem und ja, empfahl mir eine Umleitung. Aber die Umleitung, die sollte... Boah, weiß ich nicht, 15 Minuten dauern. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Und dann bin ich ehrlich, habe ich einen Fehler gemacht, indem ich nicht auf mein Navi, also eben auf Else gehört habe, weil ab und zu höre ich halt mal nicht auf die Frauen. Nee, habe es nicht gemacht, ja. Und was passiert? Ich fahre auf der 462. Wie gesagt, er wollte auch, dass ich auf die 462 fahre, aber die erste Abfahrt auf der 462 sollte ich nehmen, runterfahren und dann irgendwie ja, über die Karpaten danach gar genau. Und das war mir zu suspekt. Das ist auch nicht unbedingt so schön, da zu fahren. Und deswegen hatte ich mich da anders entschlossen, aber das, wie gesagt, war ein Fehler. Oh, hier ist aber auch... Fetter, fetter Stau. Ach du Scheibe. Ja, ich hoffe, das ist weg, wenn wir nachher zurückfahren. Obwohl das ja, sagen wir mal so, nur wenige Meter nach der Auffahrt ist ja die Baustelle zu Ende. Naja, bis wir da langkommen, da vergeht ja noch einiges an Zeit. Wir haben jetzt 6.20 Uhr. Und wir werden ja erst um 8 Uhr da lang kommen. Da haben sie noch ein bisschen Zeit, zu Potte zu kommen. Ja, was ist gestern dann passiert? Ich fahre so hier auf die 62. Er sagt, fahr die erste Abfahrt runter. Habe ich nicht gemacht und er gab mir dann eine zweite Abfahrt an, die ich nehmen sollte. Tja, und die habe ich dann gar nicht mehr erreicht, sondern plötzlich stand alles. Und was soll ich euch sagen? Anderthalb Stunden habe ich da gestanden. Anderthalb Stunden ist da nichts passiert.
Da war nämlich ein LKW in der Baustelle verreckt. Und ja, das hat dann gedauert, bis ein Bergungsfahrzeug kam und bis sie dann den geborgen hatten und so. Und eine Katastrophe. Ich meine, ich war dann wenigstens so schlau und habe mir Pause reingedrückt, damit ich schon mal die Pause im Sack hatte. Habe auch in der Zeit, wo ich da stand, meine Bütterchen gegessen und so. Und ja, irgendwann ging es dann weiter. Aber da war dann auch so, dass ich da um 8 da einlief. Ich habe dann richtig Gas gegeben. Ein kleiner Vorteil war, es war nicht viel mitzunehmen. Ich war also relativ schnell fertig. Und bin dann los und war dann trotz allem um 13.15 Uhr, also quasi nur eine 3. Also normal wäre ich um 12:30 zu Hause gewesen, so war es dann 12:45. Ich habe also von den 1,5 Stunden die Hälfte wieder rausgeholt durch zügige Abwicklung und weil ich da unten ja auch keine Pause mehr machen musste und so. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. So, ich hoffe auch mal, dass es gleich bei den Papieren zügig geht. Da habe ich ja auch eine Zähne aus Versehen, das war gar keine Absicht, eine Zähne, die ich noch gefilmt hatte, habe ich leider vergessen, in dieses Video einzubauen vom Freitag. Und ich habe das dann gemerkt, aber einmal war das Video schon online. Ich hätte das dann wieder rausnehmen müssen und korrigieren. Und das Ganze hätte dann zu lange gedauert. Und es ist ja sowieso schon total spät online gegangen. Und dann habe ich eben davon abgesehen, das waren auch nur so 2-3 Minuten. Aber das war einfach Folgendes. Am Freitag hat das mit den Papieren 27 Minuten gedauert. Und ja, das hat mich so ein bisschen echauffiert. Und diese Sequenz war dann halt, dass ich mich ein bisschen aufrege und da am Leitstand losfahre um die Ecke halt bis zum Werkstor. Und dann war die Sache auch durch. Aber wie gesagt, die habe ich euch unterschlagen und naja, ad acta gelegt. Ja, das ist natürlich mal eine ganz andere Optik, wenn man hier morgens so ankommt, so ein bisschen so auf die, na, Berge ist vielleicht übertrieben. Na, obwohl doch, kleine Berge sind's, ja. Ein paar Schneenester auch noch oben drin. Ja, die Sonne geht ja hinter uns auf. Auch wenn das jetzt ein bisschen täuscht. Das sieht fast so aus, als wenn sie da aufgehen würde, aber ja, was das jetzt wieder soll, weiß ich auch nicht. Na gut, vielleicht, er fährt bestimmt nicht so oft hier. Er weiß nicht, dass da gleich die Baustelle kommt. Das ist mir einer hier. Alter Verwalter. Die sogenannte Königsklasse. Ja, hier hätte ich rausfahren sollen, ne? Hier,
Nee, also hier, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt, auf jeden Fall raus. Habe ich natürlich nicht gemacht, fahre also hier weiter, so wie jetzt. Und ja, das Problem, also der Zeitverzug wurde dann auf dem Navi schon immer größer, dass ich dachte, oh, wow, 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 das war aber jetzt nicht so schlau. Und dann war es aber so, ja, dann stand ich in der Überlegung, hier vorne rauszufahren, aber das, da sagte das Navi nichts zu. Und ich kann mir auch vorstellen, warum, weil da auch für LKWs gesperrt ist. Na, wie man also sehen kann, jetzt in der oder? Ja, zumindest. Doch, ich meine, da wäre irgendwie. Auf jeden Fall hat das. Ja, doch, da ist es, genau, hier. Da steht für LKWs gesperrt. Also über 7 Tonnen. Und also bin ich hier nicht raus. Und dann bin ich. Ohne Witz, also ich sag euch. Ich sag mal, ungefähr in diesem Bereich hier. Ja, in diesem Bereich, da bin ich dann zum Stehen gekommen. Und dann ging es wohl noch ein, zweimal ein bisschen nach vorne und dann war Schicht. Weil kein Mensch wollte, da vorne ist wohl nochmal eine Abfahrt. Und da sagte auch das Navi, ich sollte dann da runterfahren, aber da bin ich überhaupt nicht mehr hingekommen. Und anscheinend meinten wohl viele von denen, die da im Stau gestanden haben, nö, da fahre ich nicht runter oder was weiß ich. Also ich hatte darauf gehofft, dass eine Menge noch runterfahren, sodass ich vorrücken kann und auch abfahren kann. Aber das war dann leider nicht der Fall. Ich finde, die könnten auch langsam mal fertig werden hier mit ihrem E-Highway. Ich meine, das muss ich jetzt sagen, glücklicherweise. Aber ich denke mal, das hängt einfach damit zusammen, dass der Verkehr immer noch in einer gewissen Art und Weise Corona reduziert ist. Weil ansonsten wäre das hier ganz schön Chaos durch diese Baustelle. Also mächtig Stau, denn es hat schon andere Baustellen hier gegeben. Ich meine, ich fahre das Ding ja jetzt 3,5 Jahre und ich weiß, wovon ich spreche. Ja, immer noch ganz schön kalt nachts, aber es soll ja tagsüber jetzt, also heute soll ja richtig die Sonne rauskommen. Zu Hause auf der Fahrt zum LKW, ja, bis minus 3 ging es runter. Hier geht es jetzt mit plus 1. Aber es ist halt noch eben nachts sehr frisch. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es reibungslosen Ablauf gibt, damit ich diese Wohnmobilbesichtigung das war gerade einer von den habe ich früher oft getroffen, da ist der auch immer nach Gaggenau gefahren, der scheint aber jetzt irgendwie andere Touren zu haben. Ja, wenn wir gleich am Leitstand angekommen sind, dann werde ich erstmal die Sache mit dem Video beenden und ich werde euch auf der Rückfahrt, ja, eventuell an dem großen Parkplatz, so, ich muss mal sehen, also auf jeden Fall
deutlich vor Homberg wieder ins Boot holen. Dann fahren wir halt Homberg runter. Das gibt dann wieder einen Schnitt. Dann kommt die Wohnmobilbesichtigung und dann werden wir zusammen die restliche Tour fahren. Eventuell auch wieder über die Landstraße, muss ich mal sehen. Ich meine, heute habe ich eigentlich in Anführungsstrichen relativ viel Programm, weil Hase und ich wollen heute Nachmittag, nachdem wir dann mit den Hunden gelaufen sind, auch noch in einen Nachbarort fahren, um da ja ein paar Kleinigkeiten einzukaufen. Da, wir haben ja bei uns im Dorf 2 Supermärkte, aber in dem Nachbardorf 7 Kilometer entfernt, die haben, glaube ich, 3 und von andere, also andere Firmen, eben andere Produkte, Produktpaletten und so. Und wir brauchen nämlich mal einen neuen Sonnenschirm und den werden wir uns dann da mal zulegen. $1,379. Also ich habe es ja geschafft, ich glaube letzte Woche für 1,25 zu tanken bei uns. Und gestern habe ich gesehen, bei uns im Dorf 1,24. Also man merkt, hier ist ein anderes Preisniveau. Einem doch glatt nicht gleichmäßig genug, aber es kann sein durch die Überlandstrecke da, aber das werden wir nachher schon wieder richten. Jetzt können wir mal unseren schönen blauen Sternenhimmel ausschalten, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ist ja richtig schon hell jetzt hier, wenn man hier morgens ankommt. Ah, jetzt müssen wir wieder schön ausholen, aber ihr kennt das ja schon. Alles, damit wir rechts nicht über den Bordstein rammeln. Ah, Lada! Ja, es hatte mich jemand in den Kommentaren angesprochen, was denn ist mit meiner Challenge da, wer weniger Sprit verbraucht. Am Freitag habe ich den Kollegen ja nicht mehr getroffen, der ist ja doch einiges später reingekommen als ich, weil er ja eben noch hier einiges zu machen hatte, als ich schon abrücken konnte. Und ich habe den jetzt noch nicht wieder gesehen, aber ich denke mal, er wird es bei sich fotografiert haben. Ich habe ja auch von meinem Display ein Foto gemacht. Ich befürchte, ich muss einen ausgeben, weil ich fand meinen Verbrauch nicht sehr gut. Heute geht es mit 26,4. Aber es kommt jetzt sehr darauf an, wie viel wir auf der Rückfahrt drauf haben werden.
Also ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn die Temperaturen jetzt deutlich steigen. Ob sich das dann wieder einpegelt mit dem Verbrauch. Da sollte ich dann meine 27 im Schnitt nicht mehr schaffen, dann, ja, dann ist das irgendwo der Kilometerleistung hier geschuldet. Dann ist das Auto, oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ein einziger anderer LKW. Perfekt. Da wird das ja ratzi-fatzi gehen mit den Papieren. So. So Leute, ich muss jetzt ein bisschen arbeiten. Wir sehen uns später wieder.